Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir machen heute weiter mit der Nuggetbrücke, so heißt diese Brücke hier. Und wir fangen mit diesem Käfersammler hier unten an. Warum die Nuggetbrücke heißt, da fahrt ihr dann noch einen Moment später. So. Blutzock. Ja, da sollte eigentlich auch kein Problem sein für unser Pikachu und unser... Ja, jetzt mittlerweile zu weit. Oh, tschüss. Mit dem Volltreffer. Naja, dann sowieso nicht. Dann ist das erledigt. Nummer 2. Bis zum dritten Orden dauert das wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile. Also das wird jetzt noch mal ein bisschen dauern. Zwei Orden kamen natürlich jetzt dann ziemlich direkt hintereinander, die Parts. Ich glaube Folge 3 Rocko, Folge 5 Misty. Folge 6, ich weiß nicht, über 4 und 6, ich weiß es nicht gerade, aber ist egal. Ich mache da keine Mikrofonkolle. So. Enttäuschung ist auch erledigt. Kapitol Level 14. Braucht noch ein Level, ja, das ist zumindest mal Tackle. So, dann setze ich mal jetzt das Team ein bisschen um. Bewegen. Damit Novi auch nicht weit zurückfällt. Nummer 3. Also Trainer Nummer 3. Du setzt Sander ein. Das ist gut, das ist Sander. Das ist, trifft sich für Bisasam. Perfekt. Kannst du mal Rankenhieb an. Tschüss. Nein, nein, nein. Level 10, keine Chance. So, jetzt geht's weiter mit Nummer 4. Ich bin die Nummer 4. Na, wirst du so langsam müde? Nö, bisher eigentlich noch nicht. Wieso? So. Ein Mauzi hat es. Oder hat sie? Mauzi setzt Mogelhieb ein auf Bisasam. Das ist natürlich fies. Aber eigentlich sollte das reichen. Musst du besiegen. Wir sind echt so overpowered mit dem Level, mit Level 19, Pikachu. Gut, weil wir jetzt mal richtig viel Training holen müssen. Du musst ja gleich wieder trainieren für das nächste Pokémon. Für Glumanda da oben. Wie gesagt, by the way, ich werde nicht Glumanda ins Team nehmen, weil ein drittes Flug-Pokémon brauche ich nicht im Team. Ich habe nämlich mit Zubat und mit Garados wert zwei Flug-Pokémon und ich brauche kein drittes. Ich werde mir ein anderes Feuer-Pokémon holen. Das dauert auch noch ein bisschen. Er setzt Fukan rein. So, dann gehe ich mit dir drauf. Ich muss natürlich direkt mit Donnerschock drauf gehen. Weil das Fukano kann mit dieser Sache kräftig wehtun. Das wird es überleben sogar. Novi wird es nicht ganz packen, das ist klar. Die Glut geht da die. Oh, es geht auf Pikachu.
Ich hätte es erwartet, dass es tatsächlich nicht auf Pikachu zugeht, sondern auf Bisasam, auf meine Novi. Dann haben wir das auch erledigt. Das könnte heute wieder eine etwas längere Folge werden. Was ist mit dir? Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Hier, dieser großartige Preis ist für dich. Und deswegen der Name Nuggetbrücke. Wir bekommen nämlich ein Nugget am Ende. Übrigens, das bleibt unter uns. Möchtest du die Team Rocket betreten? Eigentlich schon gerne, ja. Wäre meine Idee, ne? Und schwupp. Wie fand dem Rocket Blitz Pokémon dazu, unsere finsteren Pläne zu verwirklichen? Bist du dabei? Du bist dabei, oder? Jetzt mach schon mit. Mach mit, habe ich gesagt. Seltsam, du siehst aus, als wolltest du jetzt großartige Angebot ausschlagen. Na, da muss ich ja wohl ein wenig mehr Überzeugungsarbeit leisten. Pah. Was für ein Idiot, ey. Na gut, aber kurz. Dann kriegen wir schon. Team Rocket rüppelt normalerweise relativ leicht. Von daher, kein Problem. So, er fängt an mit Zubat. Er fängt an mit Zubat. Wir haben ein Bisasam, das heißt, wir müssen nochmal sind umbauen. Aber ich glaube, allein die Donnerschock-Attacke dürfte das locker ausreichen lassen. Ja, natürlich. Ich glaube, das letzte müsste Rettern sein. Nee, ist Mogon. Ich kenne nur die Original-Pokémon. Halt. Das ist es halt, ne? So, einmal kurz aus Mogon grillen und dann müsste das. Novi müsste das kurz auch eben erledigen. Perfekt. Und Pikachu erreicht schon Level 20. Die sind so overpowered mittlerweile mit den Leveln. Allein was Pikachu da momentan abreißt. Ja gut, es war auch lange alleine, ne? So, dann haben wir den auch erledigt. Dann gehen wir hier unten kurz den Trainer machen. Der ist nämlich auch noch. Der muss auch noch erledigt werden. So. Hamitak ist das nächste Pokémon. Als er da jetzt gerade in den Ring schickt. Oder sein einziges Pokémon, was er schickt. Aber das sollte kein Problem sein. Ist es auch nicht. Tatsächlich nicht. Warum auch immer. Das möchtest du, was also gesagt, 50 Pokémon brauchst du, ne? Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Ist mir auch total leid, dass dieses Glumanda da immer noch so schwach ist. Ich würde es gegen einen fähigen Trainer übergeben, das richtig trainiert. Also ich habe 50 Pokémon. Du musst schon mindestens so viele fangen wie ich, sonst finde ich mit Glumanda nicht. Ja, ich habe 40 oder so, ne? Ah, ich muss noch mehr fangen. Vielleicht schon tatsächlich. Ach ne, 39, da unten steht's. Okay. Und links ist die Anzeige. Deswegen, ich brauche noch 11 Pokémon. Das heißt, ich wieder muss Pokémon fangen. Dann fangen wir mit diesem Miraplama an. Einfach, das könnte auch tatsächlich reichen. Das. Na super. So, Beutel.
Jawohl! Das haben wir auch geholt. Da holen wir uns jetzt. Müssen wir jetzt tatsächlich noch schnell die Pokémon angeln hier. So wie in der letzten Folge auch. So. Das dauert jetzt natürlich wieder. Oh, wir müssen. Oh, wir haben. Taufst du noch nicht? Nee, taufst du glaube ich noch nicht, oder? Was ist das eines der ersten Pokémon, das was irgendwie aufploppt? Damals 40. Das haben wir auch gefangen. Das ist scheißegal, die kriegen alle die gleichen. Ich komme jetzt einmal, wenn ich fertig bin. So, jetzt 41, 42, wenn das hier gefangen ist. Oh, einfach fabelhaft. Das würde noch mal ein paar Erfahrungspunkte mehr geben. Das könnte tatsächlich noch mal ein bisschen mehr geben. 247 Erfahrungspunkte. Das könnte dicken. Level 14 für Novi. Novi ist ein Giftbruder. Weg mit der Heulattacke. War aber nicht. Schlafbruder direkt hinterher. Dann nehmen wir die Tackle-Attacke raus. Viraplas ist gerade relativ unwichtig. So. Das war natürlich nochmal ein bisschen mehr Podestpunkte, weil es ein fabelhaft und ein großes Pokémon war. Ja, sorry, dass es in den letzten Folgen ein bisschen so zäh ist, dass wir tatsächlich nur erstmal Pokémon fangen müssen. Aber ich will euch ja gerne auch alles zeigen. Wunderbar. Dann haben wir den auch gefangen. So. Mirapla wurde in der Box gelagert. So, jetzt gucke ich mal, wie weit wir sind mittlerweile. Ich müsste, denke ich, bei 43, wenn ich es richtig im Kopf gehabt habe, stehen. Ja, haben wir auch. Noch 7 Pokémon. Und dann haben wir das auch geschafft. Leute, auch unwahrscheinlich genug rumlaufen noch. Oh, ein Blutzock. Habe ich zum Beispiel noch nicht. Das habe ich zum Beispiel noch nicht im Team. Ah, ich mache jetzt tatsächlich nur noch das bis Grünmanda und dann mache ich ja wirklich Feierabend mit der Folge. Dann machen wir den Rest hier in der nächsten Folge. Das wäre so. Ich wollte eigentlich komplett euch die Route zeigen, aber dann kam das dazwischen. Ich habe so ein bisschen umdisponieren. Das haben wir auch gefangen. Wunderbar. Und Level 15. Die zusammen entwickelt sich auch bald schon. Die drei anderen sind Level 15. Grab halt mit Giftpuder, das ist aber gerade unwichtig. So, dann nehme ich den natürlich hier mit. Eine Kapsel X Spezialverteidigung, okay. Nimm mal das mit hier kurz. Oh, ja. Das war nix.
So, dann fangen wir das natürlich auch ein. Ein guter Wurf. Mirapla wurde gefangen. 21 für Pikachu. Und lernt schon Donnerblitz. Oh, sehr früh. Dann nehmen wir das weg. Nehmen wir Donnerblitz-Schock weg. So, dann haben wir es auch weg. Ich will kurz das Enton fangen und das Taubsie noch dahinterher. Dann haben wir, glaube ich, 46 danach oder 47 sogar schon. Und wir kriegen es gerade nicht noch heute. Aber wir haben das Glühwein danach zu kriegen. So, haben wir gut. Sehr gut. Enton ist gefangen. Vier Pokémon haben wir schon sicher. Nein, ist egal. Brabler braucht man nicht. Sie eben noch mit. Und dann machen wir wirklich in der Route in der nächsten Folge, weil da ist nämlich Route 24, die dann irgendwie ansteht. Leck mich doch. Hab's denn mal am Boden. Jawohl. Guck mal gerade, wie weit wir sind. Ich glaube, 46, 47 müssen wir haben. Die 50 haben wir, glaube ich, noch nicht. Nein, 47 noch. Drei Pokémon brauchen wir. Wo sind meine drei Pokémon? Da ist Mirapla, Nummer 48. Ich glaube, dann haben wir auch alles. Shiki müssen wir nochmal. Shiki brauchen wir, glaube ich, 60 für. Und dann müssen wir es alle haben. Wir brauchen sie ja leider auch, um die Pokédex voll zu kriegen. So, 48. Jetzt brauchen wir noch zwei Pokémon. 49. Da brauchen wir noch nur eins. Ja, ein fabelhafter Wurf. Dann noch einen winzigen, glaube ich. Sollte noch einen Bonus geben. Und so trainiert ihr euch die Pokémon hoch. Ihr könnt quasi farmen, farmen, farmen die ganze Zeit. Level 16 für Bisasam und auch für Karpador. Level 16, also 4 Level Karpador noch. Dann haben wir das auch weg und Mirapla und den Dings müssen sich jetzt gleich entwickeln. Nein, ich möchte nicht. Ist mir auch herzlich egal gerade. Nebenbei trainiere ich gerade Mirapla und Taubsie mit, wo ich die gar nicht brauche. Und ich glaube, wir haben sogar unsere erste Entwicklung. Und das im Let's Play. Bisasam geht zu Bisaknosp. Unser letztes Teammitglied holt uns. Geht auf einen. Geh mal hoch. Geht hoch auf dieser Knospe. Und Level 32 geht dann immer zu dieser Flora. Sehr schön. Wer will einen Tag?
Und die Frage ist, geht die Entwicklung jetzt fangen? Dann müssen wir nämlich gucken. Nein. Leider nicht. Also brauchen wir noch ein Pokémon, dann haben wir es. Da ist ein Mirapla und dann haben wir das geschafft. Aber was gut ist, nebenbei durch die Fangserien gibt es auch noch ein paar Erfahrungspunkte mehr. Leider kein perfekter Treffer. Schade. So, 129 Erfahrungspunkte. Ich auch schon fast Level 22. Da, dann sind wir fertig. Dann holen wir uns jetzt Bisa, wir können jetzt auf die 60 hier hochfahren, klar. Aber ich hole mir jetzt gerade das Bisasam. Glubanda. Er kann keine Pokémon trainieren, ja, es ist schade, dass Glubanda so schwach ist. Deswegen würde er es mir auch schenken jetzt. Ja, bitte. Ich hab Glubanda erhalten. Eigentlich eines meiner Lieblings-Pokémon, aber diesmal werde ich ein anderes Pokémon nicht nehmen. So. Gut, dann gehen wir ins Team. Und räumen mal kurz immer auf. Ich habe wieder so viele Pokémon hier gefangen. So viele Crap hier gefangen. Das Team entfernen. Das Team entfernen. So, jetzt räumen wir wieder ein bisschen auf. Können wir den ganzen Scheiß hier unten rum... können wir direkt mal wieder den Professor rüber schicken. Glumana werde ich es natürlich nicht schicken. Ja, bitte. Alles weg. Die ganzen Bonbons brauchen wir auf jeden Fall. Gut, und dann war's das, liebe Leute, für heute. Nicht nur für heute, für mich, für euch, sondern auch für mich. Die Session ist beendet, die Aufnahmesession. Wir sind bei fast 2 Stunden. Und dann würde ich sagen, wir machen Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und dann erkunden wir hier unten die Route weiter mit Level 24 Treffen auf den guten Bill. Das machen wir auf jeden Fall alles in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.